mal checken. So. Der Baum, wie der auch schon gewachsen ist hier. Die was? Die Tür, ja. Die Tür ist geil. Sie lädt uns ein, reinzukommen. Ja. Oh. Das hat aber auch noch was hier. Hier ist noch so eine alte Klinke, also so ein altes... Hätte auch was. Hm? Ja. An die Wand gemalt. So. Okay, da sind die Fliegen. Aber auch zugemauert, ne? Die Fenster. Ich hätte mich jetzt über richtige Öl. Ach nein, ich wollte nicht mehr so die Spinne sagen. Entschuldigung. Über Maus gemalt. Das muss eine kleine Kochnische oder so gewesen sein. Dazu bin ich aber hier gut. Aber Leute, die rein wollen, die kommen trotzdem rein. Was? Verrückter Ort. Eine Kacheln war wahrscheinlich drin. Ja. Das sieht aus wie von einem Panzerknacker hier so aufgerissen, die Wand. Wollte ich das ganze Gold stehlen. Warum macht man dann, reißt man dann sonst hier die ganze Wand raus mit den Fenstern? Verstehe ich nicht. Warum geht das so komisch hier weiter? Was? Ich meine, klar, also das geht ja ganz schön verschlungen hier so weiter. Aber du hast hier vorne Blumen und Lollipapier. Und dann hast du hier noch einen Blumentopf. Und du hast, entweder ist das Halloween oder du machst hier eine schwarze Messe. Hier kommen Gothics hin. Hier kommen Gothics her. Nein. Also noch Schuhe. Sind noch Schuhe, muss nicht Gothic sein, aber irgendwas. So, in dem Bereich. Mit so einem Sprühding hier, damit das hier noch ein bisschen noch was aussieht hier. Ja, aber die sind doch hergesprüht hier. Gibt doch so ein Sprühding, wo du dann deine Netze machen kannst. Ja, auf jeden Fall haben sie hier mal für die. Gibt es doch hier für die Blumen immer so diese. Ja, ein bisschen strange hier schon. Das ist schon ein bisschen ulkig. Und ich musste erstmal dieses Gebäude hier, diesen Raum angucken und habe erstmal wie so eine Olle erstmal geguckt, weil ich dachte so, hä? Sieht aus wie so ein schwarzen Messekram. Nicht ganz, ach hier, noch so aufgeschnitten hier noch und rausgerissen. Ja. Naja, hier kann ich mal nicht Langeweile ab, klar, dann aber das ist so komisch hier. So, von den Panzerknackern, von dem Raum und von diesem komischen Gothic-Raum gehen wir mal weiter. Das könnte noch so eine Nistung gewesen sein. So gut kenne ich mich damit auch nicht aus. Oh, Wahnsinn. Das Bild wollte ich jetzt nicht wirklich sehen.
Nee, das ist nicht so geil. Wer will sowas sehen? Execute, ja, kein Wunder. Execute und Tod steht wahrscheinlich hier für dieses komische Zimmer da hinten. Vielleicht haben sie da mit dem Ouija-Brett auch umgegeistert. Ja. Ja. Die auch gerade sagen, irgendwie komisch aufgeteilt. Zu vielen. Hat das da mal gebrannt? So. Hier kommen wir zu den Toilettenräumen. Hoppala, uff. Da ging es gerade ein bisschen runter. Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil ich dachte, ups, sitzt. Okay, ein kleiner Raum. Okay. Oh, es reißt hier auch schon die Tür aus den Angeln. Okay. Das will ich euch jetzt nicht vorlesen. Das will ich hier nicht vorlesen. Das ist nicht jugendfrei. Oh, du bist Planschbecken. Eine Badewanne? Oh, Entschuldigung, da waren Eichhörnchen. Ach, sorry. Ich hab mich voll erschrocken. Weil ich dachte, da kommt jemand. Oh, und zwar stattdessen waren das zwei Eichhörnchen, die sich hochgejagt auf den Baum gejagt haben. Oh, ich dachte, ich hab gefühlt. Oh, hast du sie gesehen? Ja, genau. Ich habe so schnell mal die Kamera nicht hochgezogen. Oh, ich dachte gerade, da steht jemand. Kommt jemand und steht jemand und ich habe mich voll erschrocken, weil natürlich auch voll die Geräusche gemacht hat. Gerade diese zwei kleinen Nager machen auch noch Geräusche. Komm hoch. Huschen. Na, wo schreiten wir hinaus? Lalalala. Gucken. Jemand hat 30. gefeiert. Was haben wir denn hier mal drin? Hasen? Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Ih, da hat jemand hingeschnitten. Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Entschuldigung. Aber ja, das muss man natürlich auch filmen. Da hat jemand hingeschissen. Da hat jemand hingeschissen. Da in diesem... Das ist doch das Teil. Ja. Ah, du gehst also gerne mit mir in den Keller. Nur nicht in diesen. Nee, da will ich auch nicht rein. Also wer zuerst einen Geist sieht, der schreit dann hier. Letzten Gang? Oh. Alter. Krass. Das ist ja krass. Oh. Eieiei. Achso. Ich dachte, wir schalten jetzt auch nochmal in den anderen Gang. Ach, der ist nicht so krank. Der ist nicht so krank, genau. Der ist nicht so lang, genau. Ach, was?
Oh, hier geht's runter. Hier möchten wir nicht rein. Ja, wo sind unsere kleinen Snacks? Hier gehen wir nicht rein, wie gesagt. Da unten ist es schon. Nee, das ist. Machen wir nicht. Das ist. Super. Jetzt ist es raus. Tja. Okay, hier braucht man gar nicht. Ist eigentlich. Oh, die Platten hier unten. Die Platten hier unten sind irgendwie strange. Also wenn ich gerade drauf tippe, dann lässt der Boden ein bisschen nach. Das lassen wir lieber. Das lassen wir mal. Zirkus. Vielleicht doch Familie mitgewohnt, wa? Dass dann halt hier die Kinderstube gewesen ist. Oder halt irgendein Kinderzimmer. Oder vielleicht auch für Kindergartenkinder oder irgendwas. Aber der Gang da hinten ist ja der Hammer. Der ist ja der Hammer. Ja, es geht halt überall. Liegt noch eine Matratze, also wieder so ein typischer Fall. Schon mal jemand gepennt. Jahren, schätze ich mal. Ja. Überall Löcher in den Böden. Okay. Toilettenkabinen oder irgendwas gewesen sein. Vielleicht ein Plumpsklo. Die Tür auf jeden Fall war auf jeden Fall sehr hässlich. Alter, ist das ein Riesengebäude hier. Man kann sich auch nicht richtig vorstellen, was das hier gewesen sein soll. Ich meine, klar, das vielleicht schon. Irgendwie. Okay. Ja klar, das ist natürlich schon eine, sondern da waren dann eben schon mal die Armaturen dran und man hat sich Wasser ins Gesicht geklatscht. Das ja schon. Aber bei den anderen Gebäuden, Zimmern, da sieht man ja gar nichts. Das könnte Klassenzimmer gewesen sein. Okay, vielleicht haben wir. Vielleicht auch. Das könnte doch echt ein Klassenzimmer gewesen sein. Oder so ein Tagungsraum oder so. Krass. Ich verstehe es halt nicht, warum da irgendwo mitten. Irgendwo mal die Tür dann weg ist und riesen ausgebrochen und warum man. Oh, hier ist Holz. Da gehen wir nicht rauf. Nein, das ist immer.